Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hammerwatch. Hammertime. Und wie auch schon, letzten Folge angekündigt, ist es mal wieder Hammertime. Stopp. Und wir stehen hier direkt vor der Tür zum Boss. Hammerzeit. Hammerzeit. Okay. Ja, das hauen wir rauf. Auf geht's. The New King wünscht uns Glück. Gold, 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 Gold. Es gibt nochmal sinnloses Gold, das bringt uns wahrscheinlich auch. Oh ja, doch, Befriedigung. Ja, doch, komm schon. Das ist Alter, so. Der neue König ist nur ein Haufen Gold. Guckt euch das an. Oh, schön. Alter. Sind gleich in der Schatzkammer gelandet. Wir haben ihn übersprungen. Ich habe Angst, gleich spawnt hier so ein riesiger, fetter Boss. Ja, was soll's. Der uns einfach instant umhaut. Wow, hier ist er. Was? Das ist der Drache. Ist ein Drache. Wieso ein Drache? Und er kann Meteor Strike. Oh, scheiße. Das kann ich auch. Oh, scheiße. Warte mal. Habe ich Spawnpunkte? Man kann in die Löcher fallen vielleicht, wer weiß. Okay. Alter, wo schießt denn der hin? Achso, das wird markiert, ne? Ja. Oh. Und Timo, Also hat das Wow! Hat er schon jemandem Schaden gemacht? Ja, nee, mir schon. Wie gefährlich ist das? Naja, ich bin noch am Leben, also. Kann man ihm Schaden machen? Bis jetzt habe ich es noch nicht raus, wie man ihm Schaden macht. Ich habe ihm Meteor Strike ins Gesicht gehauen und ich habe ihm auch so auf den Kopf gehauen. Okay, ich mache ihm Schaden. Timo auch. Wow. Ja, habe ich ihm Schaden gemacht? Ich glaube, er ist immun gegen Feuerzauber. Das ist schlecht. Ich kann ja mal einen Frostzauber reinmachen. Aber lass erstmal hier ein bisschen heilen, oder? Komm mal. Okay, her. Gelootet haben wir. Wir können das gehen eigentlich. Okay. Okay, also ich kann mich gerne um die, falls hier irgendwas spawnt. Also wir hatten dieses okay, mache ich jetzt vielleicht doch Schaden, weiß ich nicht. Doch, machen wir. Ja, die Leiste geht runter. Okay. Ah, guck mal, dann strike ich ihn doch nochmal. Nee, das trifft ihn tatsächlich nicht. Warte mal, das ist jetzt hier ein Spawnpunkt. Oh, ich bin fast tot. Ja, kommt, hinter Säule. Nochmal wieder heilen? Ja, Heilung. Meteoriten werden ja angekündigt. Okay, weg hier. Oh, das war nicht klug. Timo, komm mal her. Ah, sehr gut. Rein. Perfekt. Okay. Ich hatte jetzt meinen Mana auch benutzt, um Schaden zu machen. Ja, machen wir das. Ein Viertel haben wir schon geschafft. Ja. Ab, du mieser Drache. Mann, der trifft mich gar nicht. Okay, hier sind Meteore. Die sind natürlich ein bisschen gefährlich. Teste mal das Draining Field. Oh ja. Funktioniert das? Das funktioniert, ja. Shit. Oh, das was war das? One Hit. Keine was hat er da gemacht? Seine Welle da irgendwie so. Oh, ich dachte schon. Weg hier. Oh. Woran erkennst du das? Er bewegt sich dann. Wo bin ich? Er stampft auf, wenn er das einsetzt. Er ist bei der Hälfte. Er hat einen Fuß? Er hat einen Fuß. Was? Wo ist denn kann der Fuß? Kann mich nochmal jemand heilen, bitte? Ich habe gerade instant Schaden gekriegt. Okay, warte. Ich bin gleich da. Oh, ich bin tot. Kein Problem. Oh, jetzt bin ich voll, ja. Ich kann dich heilen. Ja, danke. Super. Okay. Also ich sag Bescheid, wenn er seinen Angriff anstarrt. Moment. Und Draining Field. Und noch eins. Und noch eins. Weg hier! Oh shit. Wenn jemand in seinem Kopf steht, ist irgendwie gar nicht so schlimm. Ja, aber warte mal. Wenn er aufstampft, dann nimmt die Beine in die Hand. Weg. Ah, wenn er aufstampft. Jetzt verstehe ich, was du damit meinst. Okay. Weg hier. Er ist aufgestampft. Hä? Ah, das macht auch den Meteoren. Also wenn er aufstampft, einfach gehen. Ja, jetzt weg. Ah, okay. Alter, hör auf mich anzufackeln, du Sau. Mach das hier weg. Du Miese, du Olle, du. Danke. Oh, was? Oh. Ist das ein Lich? Es ist ein Lich. Okay, hinter die Säule und abwarten. Aber den kriegen wir locker weg jetzt. Ja. Er muss nur herkommen. Also die Meteoriten machen das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber treffen die ihn nicht auch? Nein. Ich kann einfach mal einen Meteor Strike oh, machen. Es sind zwei. Zweimal Lich, das kann nicht sein. Was soll denn das? Oh. Ich sehe nichts. Meteor Strike. Warum sind denn hier keine Fallen? Ja, was? Okay, ich hab sie schon ein bisschen mal down. Komm. Ich setz gleich mal ein bisschen zurück. Ich sehe bloß nicht. Es sind drei. Jetzt sind es nur noch zwei, oder? Es sind. Ah, nee. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Oh, drei, okay. Okay, Scheiße. Ich sehe auch gar nichts irgendwie. Ich weiß weder wo. Nein, da sind sie direkt vor. Oh, einfach. Wow.
Wow, okay, ein bisschen zurück. Komm. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Ich glaube, ich habe einen getötet. Ich bin mir nicht sicher. Awesome. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. Weiter. Nur noch einer ist übrig. Wir schaffen das. Oh, hier ist noch ein Toter gewesen. Ja. Geil, der gibt uns noch Upgrades. Und noch ein Toter. Wunderbar. Nice. Okay, jetzt ist der Drache fertig. Oh Mann! Wo bin ich? Back hier. Ah, hier. Das ist so fies, ey. Gespawnt, gesehen, tot. Okay, kein Mana mehr. So. Weg! Timo, Heilung bitte. Okay, jetzt warte ich nochmal ab, bis er stampft. Eigentlich ist Abwarten nicht gut, weil er dann ja auch neue Liches macht. Ich weiß nicht, ich glaube, die Liches haben wir hinter uns. Gleich haben wir ihn auf jeden Fall hinter uns. Yeah. Das war's. Nice. Awesome. Dragon Slay. Können wir was einsammeln? Gold? Sein Kopf ist abgefallen. Oh oh. But the castle is falling apart. Nein, die Burg zerfällt. Ja, das, raus hier, raus hier. Gold. Oh Gott, wir haben nicht genug Planken, oder? Oh. Mal sehen, wie weit wir kommen. Kommt, Leute. Nein! Das war's. Warte. Should have had more strange planks now. Oh, was? You managed to kill the dragon, but not escape the falling castle. Och Mensch. Wir sind leider verreckt. Was für ein beschissenes Ende. Score. Oh, ich hab fast 5000. Guckt euch das an. Ja, Johann hat 18.904, ich habe 15.111 und Timo hat 4.923. Das macht zusammen ungefähr 35.000 oder 40.000 oder so. Hm. Naja. Und wir schauen uns mal die Statistiken an, oder? Ja, gucken wir mal die Statistiken. Das, man sieht total von dem Boden. Schön. Also, was ist das gerade? Getötete Gegner. Ah, nee, Schaden. Schaden, ja. Wie viel Schaden haben wir denn? Wie viel hast du? 687.885. Mhm. 796.106. Du hast mich nur wegen dem Bonus-Level überholt. Oh, herrlich. Ja. Was gibt's denn noch? Ja. Damage done. Enemies killed. Das ist nur ein kleiner Knicks. 10.900. Ja, das war dann auch knapp. Guck mal, wie wenig ich hab, ey. Ja, aber das war auch nicht dein Job. Gegner ja. Hätte ich dich auch fast noch überholt. Ja, aber jetzt kommt Schaden gekriegt, da hab ich am meisten. Ja, mal sehen. Na, da bin ich auch. Ach, tatsächlich, du hast am meisten. Wahnsinn. Ja, ich stand auch immer vorne drum. Hm? Tode habe ich am meisten, aber locker. Das. Mehr als ihr zusammen. Wie das mal hochgegangen ist, ne? Sind da immer so die Bosse? Ja, das ja sind das den Boss. Das ist da passiert immer so eine Stufe. Pickup-Stack, bin mal gibt's auch, wie viel Geld wir gesammelt haben? Nee, schade. Na, ich glaube, das ist unter Pickups, oder? Pickup-Staken? Nee. Boah, auch nicht. Oder? Das ist nee, nee, wir sonst haben ja mehr Gold eingesammelt. Ja, du würdest dann führen, wahrscheinlich. Mit Gold. Wer ist denn am meisten gelaufen? Der Johann. Yeah. Das ist echt super, diese Statistik ist cool. Die Kisten, wer hat am meisten Kisten zerstört? Was schätzt ihr? Du. Ja, ich glaube du. Na, mal sehen. Ja. Du. Ah, ich, okay. Ja, cool. Du warst doch immer als erster bei dem Loot. Mana hat Timo ja wohl hoffentlich am meisten benutzt. Ja. Oder? Oh ja, deutlich. Yep. Und Punkte. Ja, Johann, das hatten wir schon. Am meisten. Yeah. Wieso sind das? Achso, weil wir die Hälfte ja nur eigentlich haben. Ja. Ja, wir haben insgesamt 8 Stunden, 40 Minuten, 31 Sekunden gebraucht. Und wie viele Tode haben wir insgesamt? 139. Hm. So viel Leben haben wir garantiert nicht eingesammelt. Okay, und es fehlen uns Planken für das gute Ende. Also man braucht Planken, damit man am Ende darüber laufen kann. Ja, keine Ahnung. Vielleicht finden wir die irgendwann nochmal so. Müssen wir mal schauen. Ich drück mal auf Close, oder? Ja, mach's. Ja. Und jetzt? Tja, wie geht's weiter? Moment, vielleicht Pause? Ja. Merkwürdig. Wir können ja auch einfach so das Fazit jetzt geben. Ja. Der Abspann fehlt vielleicht, wer weiß. Ja, vielleicht dann kriegt man nur den Abspann, wenn man aus diesem Schloss entkommt. Ja. He managed to kill the dragon but not escape the falling castle. Ja, schade. Das ist echt enttäuschend. Ich will jetzt eigentlich nochmal mit Planken das machen.
Naja, eigentlich schon. Im Let's Play wahrscheinlich nicht mehr. Wenn wir das nochmal zusammen zocken, können wir ja vielleicht nochmal eine Bonusfolge machen, in der wir die Planken alle dann haben. Schauen wir mal, ob wir das machen, wenn wir Bock dazu haben. Ja. Und sonst, Timo, wie fandest du denn das Spiel? Erzähl mal. Also ich fand besonders gut, dass man das Spiel mit mehreren Spielern spielen kann und dass man das tatsächlich auch zu viert spielen kann. Ich glaube, vier war ja das Maximum an Spielern. Und da kann ja jeder sich seinen eigenen Charakter aussuchen und da gab es auch einige zur Auswahl, ne? Ich weiß gar nicht, so irgendwie 6, 7, 8 Stück oder so. Ja. Genug für alle da und besonders gut fand ich auch, dass mir die Charaktere relativ balanced vorkamen. Ja, richtig. Da hat es seine Schwächen. Ich fand das auch irgendwie, dass man dann, ich war zwischenzeitlich immer neidisch, so, oh, ich will auch der Priester sein oder oh, ich will auch mal der Paladin sein. Das war echt immer so ein Hin und Her gerissen sein, welcher Charakter man denn eigentlich sein will. Ah. Aber eigentlich war der eigene auch immer cool. Es war nicht so, dass man gesagt hat, oh, du hast ja total den overpowerten Charakter, das ist ja total langweilig. War schon alles ziemlich ausgeglichen und ich fand das mit dem Gemetzel gerade irgendwie heftig. Das war, am Anfang war das noch so ein bisschen überschaubar und am Ende waren dann irgendwie nur noch Fallen und Gegner im Bild und man wusste gar nicht mehr, was man machen kann oder soll. Ja, so soll es ja eigentlich sein. Das war schon krass. Ja, die Geheimnisse sind zu schwer versteckt, oder? Was meint ihr? Ja, vielleicht ist das auch, also wir spielen ja auf niedrigster Einstellung möglichst, das alles noch flüssig aufnehmen zu können. Vielleicht sieht man die besser, wenn man die anderen Grafikoptionen dann noch einstellt. Aber das kann sein, ja, das stimmt. Vielleicht. Ja. Tja, und, naja, die Bosse waren schon ein ziemlich harter Anstieg der Schwierigkeit im Vergleich zu den normalen Gegnern. Das sieht man auch ganz gut an den Todeskurven. Ja. Ja. Also, außer vielleicht diesen kleinen Minibossen wie den Lichen oder so, oder, ja, was waren das noch, diese Augen? Ja, diese Augen waren auch ziemlich fies. Ging das eigentlich, aber dieses Sprunghafte ist nicht so gut gewesen. Also wir hatten ja auch unendlich Leben jetzt eingestellt und gerade gesehen, dass wir das garantiert nicht geschafft hätten, wenn wir das normal gespielt hätten. Und ja. Das liegt jetzt wirklich nur an den Bossen und den kleinen Gegnern. Diesen Mini-Bossen, ja. Also, ja, wahrscheinlich schon. Aber man kann natürlich auch ein bisschen vorsichtiger spielen. Wir haben immer so ein bisschen drauf los immer und. Naja, nicht unbedingt. Also wir waren doch eigentlich obwohl das mit dem Fallen war vielleicht. Aber. Ja, also wenn man das nochmal durchführen würde, würde man wahrscheinlich den Knopf nicht drücken. Besagten Knopf, der die ganzen Fallen aktiviert hat und vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Das war ja nur am Ende. Was auf jeden Fall nochmal cool wäre, wäre an die anderen Charaktere zu testen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Können wir eventuell machen, wenn wir das Add-on zocken. Ja. Es gibt ja noch ein Add-on. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Vielleicht zocken wir das doch nochmal. Müssen wir nochmal offscreen besprechen. Mhm. Und ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Ja, wir sind... Oder wollte noch jemand was sagen? Nö. Gut, wurde alles gesagt. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jo, bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao.